Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Song of Horror. Ja, ich stehe hier im Eingangsbereich des Kellers. Kann man das so sagen? Die Musik hier ist auch wieder sehr bedrohlich. Ich kack mir ein und ich will da gar nicht runtergehen, aber ich vermute, dass wir da weiterkommen, weil wir da bestimmt den Stromkasten finden werden, wo wir Strom anmachen können. Das wäre schön. Oh Gott, dieser Sound. Oh, dieser Sound, das geht nicht, Leute. Oh mein Gott. Wollen wir das wirklich tun? Es gibt eine Notiz am Safe. Ist das schön, dass du das sagst. Safe-Rätsel. Na super. Eine handgeschriebene Notiz, ein Rätsel von Hascha für seine Tochter Julia. Liebe Julia, ich gratuliere dir, dass du diese Notiz gefunden hast. Du bist der Lösung des Rätsels, das ich für dich vorbereitet habe, schon einen Schritt näher gekommen. Ich hoffe, es bietet dir etwas Beschäftigung, während ich weg bin. Ich habe deine Lieblingspuppe im Safe versteckt und die Kombination geändert. Da du Detektivin werden willst, wenn du erwachsen bist, glaube ich, dass du hierbei deine Schlussfolgerungsfähigkeiten üben kannst. Die neue Kombination lautet wie folgt. Die Nummer unserer Hausanschrift. Habe ich mir natürlich nicht gemerkt. Souls Alter, der war 7. Zumindest auf dem Bild, was er gemalt hatte. Das Jahrzehnt und Jahr, in dem das Gemälde oben direkt neben der Treppe gemalt wurde. Neben das Gemälde oben direkt neben der Treppe, das was fehlt. Kann das sein? Viel Glück, meine Detektive. Einen dicken Kuss, dein Papa. Okay, das können wir ja nicht lösen, weil wir nicht dieses Gemälde direkt neben der Treppe oben haben. Ein rundes Gemälde. Vielleicht hängt es oder liegt es irgendwo anders. Müssen wir nochmal die Augen aufhalten. Es gibt hier einige gute Weine, einige sehr gute Weine und einige sehr gute und teure Weine. Wissen wir Bescheid. Ein Gemälde von Kaufmann aus dem Jahr 1945. Ich bezweifle, dass es ein Original ist. Ich glaube, nach der Folge muss ich mir mal so ein paar Notizen. Oh Gott! Warum? Immer wieder. Furchtbar. Ja, nach der Folge muss ich mir ein paar Notizen machen zu diesem Rätsel vor allem. Dass ich mir hier einen Stift hinlege, dass wenn ich das Gemälde finde oder nochmal, dass ich mir das mal aufschreibe. Alter Kram, die Waschmaschine sieht aus, als wäre sie älter als das Haus selbst. Ich würde dann bestimmt schon gerne wissen, was an dem Safe drin ist, ne? Ein Haufen alter Kram, nichts Nützliches. Geht das jetzt hier auch gleich wieder an, das rechts da? Also das jetzt links ist auch wieder so ein Ding. Methodola schreckt. Ostasiatische Vasen. Das sind edle Exemplare. Wie schade, dass sie hier aufbewahrt werden. Ich traue diesem Ding nicht. Fernseher, Schränke, die wir nicht öffnen können. Den Schrank können wir öffnen oder was? Aber ich will den gar nicht öffnen und da ist die Sicherung. Ich gehe erstmal zur Sicherung. Ich will diesen Schrank da nicht öffnen. Also zudem sind Sicherungskasten hier. Hier fehlt etwas. Die Sicherungen sind verformt. Ja, die haben wir ja. Gott, warum drehen die sich? Können die mal anhalten? A10, 15, 20, 25. Auswählen, Neustarten, beenden. Ich kann da aber gar nichts erkennen. Ich weiß ja gar nicht, welche wohin gehört. A25, 50, A30. 25, haben wir A25? 10 haben wir hier. 15, 20. Wir müssen auf jeden Fall alle vier einschalten und wahrscheinlich die richtige Spannung treffen. Aber ich habe keine Ahnung. Ach gut, oh, jetzt drehen die nicht mehr so dämlich. Mit einem geht's raus, mit dem anderen geht's rein. Diese Pfeile da. Ich sehe da keine Hinweise. Damit verbunden ist, weil wir können es ja auch nicht sehen, welches wohin führt. Ganz ehrlich.
wir nicht sehen. Wir haben einmal 25 und wir auch einmal. Dann haben wir 20, 15, 10. Also wir kriegen einmal 25 hin, einmal 30, dann 15, aber wir kriegen nicht 50 hin. Also 50 nur in Kombination, aber auch das geht ja gar nicht. 45 ist das Höchste, was wir hinkriegen. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich mach die jetzt mal einfach irgendwo rein. Dann schauen wir mal, was passiert. Ich habe sie falsch eingesetzt. Ich denke, Enemine Mu wird da nicht helfen. Nicht. Ach, guck mal, was ist da? Oh. Okay, das war nicht gut. Enemine Mu wird da nicht helfen, aber ich habe da jetzt auch keinen Hinweis, oder? Ich wüsste jetzt nicht, wo da ein Hinweis wäre. Hm. Auswählen. Also ich sehe nichts weiter, außer da diese 25, 50, 30. Aber wie gesagt, ich sehe nicht, wo die Kabel hinführen, weil die kommen ja dann durch dieses Rohr da in der Mitte und dann rechts einfach wieder raus. Dann sind die da halt, ne? So. Mach das jetzt einfach mal doch nach Enemine Mu-Prinzip. Und hoffe, dass das irgendwann richtig wird. Ich probiere es jetzt nochmal. Ich versuche kurz 50. Das kriegen wir aber nicht hin. Okay, das ist auch nicht richtig. Ich glaube wirklich, dass das so nichts bringt. Okay, so bringt es halt wirklich nichts. Brauche ich doch irgendeinen Hinweis, aber wo kriegen wir den? Da ist doch noch so ein. Ah ne, das ist das, was hinter der Wand ist, ne? Mhm. Muss mir doch. Es scheint, als ob dieser Kleiderschrank nicht mehr benutzt wird. Er ist leer. Was hat die da jetzt gesehen, ohne da reinzugucken? Okay, ich weiß nicht, wo ich diesen Hinweis kriege mit diesem Stroh. Also wie wir die Sicherung jetzt da richtig einsetzen sollen. Habe ich jetzt gerade keine Idee. Da war die Waschmaschine. Oh, warte mal, doch, ist da noch was? Warte mal. Ah ne, ein alter Kramhaufen, wenn nicht. Okay, schade. Die Frage ist halt wirklich... Puzzle-Rätsel? Versteckmöglichkeit im Keller? Hä? Wo können wir uns denn hier bitte verstecken? Ich muss jetzt hier nochmal kurz gucken. In dem Schrank vielleicht, oder was? Ich glaube, die meinen den Schrank, ne? Sollten wir vielleicht versuchen, erstmal den Safe zu enträtseln? Staubige Notiz. Notizen. Wo muss das hier so angezeigt werden? Bitte. Bauplan von Hascha steht da. Da steht auch nicht die Nummer drauf, ne? Ich würde gerne mal wissen. Ich habe vergessen. Ich habe vergessen die Nummer unseres Hauses, wo wir halt sind. Also nicht, können wir da mal rausgehen und nachgucken. Sehen wir das irgendwo? Oh Gott. Mann. Das 43 oder so? Ich bin mir nicht sicher, wenn ich muss ich in der Aufnahme nochmal nachschauen. Dann irgendwann war 7. Und dann muss ich nach diesem Gemälde gucken. Nach einem runden Gemälde. Was da an der Wand hing. Ansonsten bin ich mir jetzt nicht sicher, was wir noch tun könnten. Ein rundes Gemälde oben direkt an der Treppe. Is someone there? Okay, das hat mich jetzt nicht so erschrocken, weil ich das gesehen habe. Aber schön war es trotzdem nicht.
Wohnzimmer. Ich gehe da jetzt aber nicht rein. So, was wollten die wissen? Die Jahreszahl, ne? Von dem Gemälde. Oben an der Treppe. Aber wie gesagt, das ist ja genau das, was fehlt. Und das ist jetzt nicht das, was hier steht, weil das war nämlich nicht rund. Okay, das weiß ich nicht, wo es ist. Sagen wir es jetzt mal so. So, was können wir noch machen? Am Balkon. Weiß ich jetzt nicht, wie wir da das lösen können. Dann haben wir da noch diese Grillzange. Ich bräuchte irgendwas zum Kleben. Okay, ich gehe jetzt mal nochmal in die Küche. Wo ich nicht glaube, dass wir diese Wasserpfütze mit einem Lappen aufwischen, während da das Stromkabel drin liegt. Aber ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, was wir sonst noch machen sollen. Deswegen gehen wir da jetzt einfach mal hin. Oh. Und hoffen, dass wir hier irgendwie ein bisschen weiterkommen. Guck mal, da blinzt dann noch was, wa? Oder war das jetzt nur die Grafik? Nee, es war nur die Grafik. So, okay. Ich würde es mal gern probieren. Ein Kabel. Ich glaube, das geht so nicht, ne? Wir können das nicht einfach jetzt wegwischen. Das ist doch total dämlich. Oder? Doch. Super, tschüss, du Pfütze. Okay, sie hat es jetzt doch einfach weggewischt. Und jetzt? Jetzt gar nichts, oder wie? Wir haben es einfach weggewischt. Hä? Das Tuch ist jetzt auch weg. Wir haben es jetzt einfach weggewischt, aber... mir nicht. Das ist jetzt einfach, wenn wir den Strom ankriegen, dass wir keinen Stromschlag kriegen, oder? Ich weiß es nicht. So, warte mal, waren wir da geradezu, waren wir drin. Hier waren wir nicht drin, weil da diese komischen... Och, Leute, ey, wirklich. Mach doch sowas nicht. Wir hatten jetzt Herzschlag, also Herzklopfen, aber ich höre nichts. Also theoretisch dürfen wir da jetzt reingehen. Macht das jetzt so? Ja, den Schlüssel haben wir ja. Ja, ich wollte ihn benutzen. Nicht ansehen. Oh, jetzt haben wir alle Türen geöffnet, die wir öffnen können. Den Schlüssel haben wir jetzt entsorgt. Okay, dann gehen wir mal rein. Den Fenster. Zieht so, wa? Als Mädchen bin ich immer in leere Schränke wie diesen geklettert und habe Verstecken gespielt. Also auch hier können wir uns jetzt verstecken. Nett. Ein Haufen Gegenstände kreuz und quer beieinander gestapelt. Es ist unmöglich durchzukommen. Okay, ich sehe die nicht mal. Was ist das denn hier? Eine Voyere? So ein Vogelkäfig, meine ich? Das Voyere? Oh je. Die leben nicht mehr. Oh, jetzt haben wir hier Brennholz für unseren Kamin, ne? Mhm. Brennholz, sie haben es wahrscheinlich von Hand gehackt. Okay, schön. Okay. Okay, gut, dann müssen wir jetzt ins Wohnzimmer gehen, definitiv. Da haben wir jetzt den nächsten Anhaltspunkt erstmal. Mal kurz gucken. Gerade. Also theoretisch sprechen wir jetzt einfach gerade zum Esszimmer und dann kommen wir nämlich ins Wohnzimmer. Wenn das so funktioniert, wie ich mir das denke. Wenn das Spiel uns das lässt, machen lässt. Ne? Schauen wir mal. Kleber, sowas bräuchten wir ja auch noch, ne? Ich habe jetzt aber auch noch nirgendwo Kleber entdeckt. So, hier kommen wir gut durch. Und jetzt sind wir doch schon im Esszimmer. So, das war jetzt nur bis zum Esszimmer, ne? Genau.
Da unten ist jetzt das Wohnzimmer, also hier. Oh je. Jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geguckt, wann ich gestartet habe mit der Aufnahme. So, ich werde jetzt mal direkt zum Kamin gehen. Wo war der denn? Weiter links. So, da wollen wir jetzt mal Feuerchen machen. Regt das nicht ganz schön viel Aufmerksamkeit, wenn wir das jetzt machen? Aber wir sind sicher im Licht, oder? Wenn es Licht ist. Streichhölzer benutzen. Okay. Ich würde alle Streichhölzer verbrauchen, ehe ich benutzen kann. Dann brauchen wir wahrscheinlich noch sowas wie alte Zeitung, oder? Um das erstmal zum Brennen zu bringen. Oh, hab ich mir das angeguckt? Ja, ich glaube schon. Bibliothek. Hier war dieses Telefon. Das wird jetzt aber nicht nochmal klingeln, ne? Ich werde nicht in einem völlig fremden Haus ans Telefon gehen, besonders wenn niemand hier ist. Okay, aber was mache ich dann jetzt dann? Da müssen wir doch im Keller jetzt eigentlich wirklich uns um das Strom, um den Strom kümmern, oder? Dem Rest braucht, da, weil hierfür brauchen wir Strom. Das weiß ich nicht, wofür wir das brauchen. Dieses klar für den Kamin, da brauchen wir Kleber, haben wir nicht. Und das ist für den, wie gesagt, für den Stromkasten. Vielleicht müssen wir auch den Safe jetzt erstmal öffnen, aber ich weiß, wie gesagt, gar nicht, wo dieses Gemälde sein soll. Vielleicht haben wir es schon gesehen und ich bin. Ich bin vorbeigelaufen, danke. Mann, Alter, ey, Leute. Ich weiß es nicht. Ich hätte gerne so einen Hinweis. Eine kleine Stütze. Wie ich jetzt hier weiterkomme. Ach, mein Kühlschrank macht wieder Geräusche. Wundervoll. Stört gar nicht bei so einem Spiel. Kann ich einfach wieder rausgehen? Stimmt nicht, ne? Okay, ich komme nach draußen. Aber ich sehe hier jetzt auch nicht die Nummer, ne? Die Hausnummer wäre jetzt nochmal gut und interessant zu wissen. Sehe ich jetzt hier aber nicht. Kann ich jetzt hier nicht mehr sehen. Also nicht mehr, kann ich jetzt hier einfach nicht sehen. Ich habe es mir nicht gemerkt. Ah gut, da kann ich wie gesagt einfach mal in der ersten Aufnahme gucken. Da fahren wir das ja gleich im Intro. Wo Daniel in das Haus geschickt wird. Okay, oh, ich muss mal kurz überlegen. Wie gesagt, Garage nützt uns nichts. Dann brauchen wir den Strom. Unten im Keller müssen wir halt das Rätsel lösen. Da fehlt uns aber dieses Gemälde. Ich guck nochmal Safe-Rätsel. Die Nummer unserer Hausanschrift. So ins Alter. Da bin ich mir sicher, dass die 7. Das Jahrzehnt und Jahr. Jahrzehnt und Jahr? In dem das Gemälde oben direkt neben der Treppe gemalt wurde. Ich hoffe mal, dass sie wirklich das meinen und nicht das Gemälde, wo der Mann da zu sehen war. Das wäre aber sinnlos, oder? Das wäre denn ja viel zu einfach. Die meinen doch bestimmt, dass wirklich was fehlt. Wo ist dieses Gemälde? Neben der Treppe. Es kann ja nur das hier sein. Sie haben eins der Gemälde abgehängt. Im Moos an der Wand nach, glaube ich, dass es von nicht allzu lange Zeit abgenommen wurde. Ein rundes Gemälde. So, hier konnten wir auf die Straße gucken.
da oben war abgeschlossen, da kommen wir auch nicht rein. Wieder dieses Wimmern. So, da links ist immer noch dieses schwarze Zeug an der Tür, wo wir nicht rein können. Jetzt hängen wir hier so ein bisschen, ne? Wie gesagt, auf diesem hinteren Balkon, keine Ahnung, was sie da machen soll an dem Ding. Geht wahrscheinlich auch eh nicht, weil wir keinen Strom haben. Beim Arbeitszimmer müssen wir kleben. Und bei dem anderen Ding da müssten wir ja... Weiß ich gar nicht, was wir da machen sollen, ehrlich gesagt. Das hat irgendwas mit der Falltür zu tun. Brauchen wir vielleicht irgendwas Langes oder so, keine Ahnung, aber da waren auch die Spuren am Boden so seltsam, ne? So, hier direkt war einfach nur zu. Ja, genau, da war zu und das wollte ich nicht. Ich wollte nochmal auf die Karte. Wie kam ich denn jetzt nochmal auf die Karte? So, Gott, schon wieder vergessen. Das war einfach nur ein Badezimmer, ne? So, dem anderen brauchen wir Licht. Ich hänge jetzt hier, ich hänge wirklich. Komm gerade nicht mehr weiter. Ich weiß, wie gesagt, auch nicht, wo dieses, Gemälde sein soll. Hier sieht ja auch als aus, als ob wir... Was soll ich denn hier benutzen? Oh, ich kann es mit dieser Zange erreichen. Ich brauche etwas Längeres. Ich kann es nicht mit dieser Zange erreichen. Ich brauche etwas Längeres. Also doch wahrscheinlich oben, oder? Ah, jetzt können wir es sehen. Es gibt also auch einen Dachboden. Genau, das können wir jetzt nicht erreichen, weil wir was Längeres brauchen. Kann ich das nochmal sehen? Hm. Was hat das mit diesen Spuren hier unten zu tun? Was Längeres haben wir nicht. Grillzange. Hm. Okay, da brauchen wir halt irgendeinen langen Stock. Ich weiß halt nicht, ob dieses lange Rumgesuche hier was bringt oder ob ich jetzt einfach mal einen Cut setze und beim nächsten Mal einfach mal einen kleinen Hinweis hole. Ich will ja eigentlich nicht so gerne in den Lösungen nachschauen, aber mal gucken, weil wir hier einfach absolut nicht weiterkommen. Ne? Dieses Rumgesuche ist für mich halt immer ein bisschen anstrengend, weil ich ja eben nicht viel Zeit habe zum Zocken. Und das ärgert mich dann natürlich immer, wenn ich nicht weiterkomme. Aber wie gesagt, ich weiß halt auch nicht, es wird dann halt auch so langweilig, wenn man irgendwann gar nicht so weiterkommt. Dieses runde Gemälde. Weiß ich auch nicht, da oben die Tür ist ja auch zu. Und den Schlüssel haben wir ja jetzt nicht mehr, weil mit dem Schlüssel sind wir ja fertig. Arbeitszimmer. Ich wüsste halt nicht, wo dieses runde... Aber vielleicht können wir dieses runde Gemälde auch noch gar nicht finden. Vielleicht muss ich wirklich zuerst das Rätsel lösen mit der Sicherung. Und da weiß ich ja eben, wie gesagt, gar nicht... Da weiß ich halt gar nicht wie, weil ich finde da keinen Hinweis zu. Ja, ich glaube, ich werde mal hier einen Cut setzen und dann weiß ich nicht, ob ich die Folge schon beende. Vielleicht habe ich die Folge jetzt beendet, werde ich die Folge beenden, vielleicht auch nicht und ich schneide einfach noch ein bisschen was ran. Und dann werde ich hier erstmal schauen, wie wir hier weiterkommen. So, da werde ich hier mal speichern und ja, sage vielleicht erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal, falls ich hier nicht gleich weitermachen sollte.